Sehr gut. Für Paras wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Paras, Pilz. Ja, Pilzkrabbe. 30 cm, 5,4 kg. Dieses Pokémon gräbt sich in den Boden und frisst Wurzeln. Die Pilze auf seinem Rücken sind Parasiten. Nö. So. Ach, wie sehen denn meine Pokémon gerade aus? Nicht so geil. Ach, ich gehe jetzt nochmal aus der Kackhöhle raus. Benutze nicht das Fluchtseil, weil das will ich mir aufheben. So, bin ich hier richtig? Ja. Und Pikachu ist tot, oder? Nee, doch. So. Ins Pokécenter. Mach's jetzt noch mal mit Smetbo platt. Yay! Und da war draußen ein Trecker. Ach, ist euch vielleicht aufgefallen, dass da Pikachu tot ist, läuft sich mehr hinter uns her. So, ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir im Pokémon Center sind. Jedenfalls vor der Höhle. Wir müssen jetzt nur noch durch einen Gang gehen. Ja. Wir können mal gucken, was unser Pikachu eigentlich sagt. Ah, ist zufrieden. So. Dann geht's jetzt auf in den letzten Tunnel oder whatever das ist. Ich muss niesen. Eigentlich muss Dave nach oben. Ah, guck mal hier. Dennis erreicht Level 15. Dennis versucht, ein Doppelteam zu erlernen. Aber Dennis kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten Doppelteam vergessen werden? Ja. Rutenschlag. Donnerwelle ist dann immer noch besser irgendwie. Weil Rutenschlag bringt, glaube ich, gar nichts. Doppelteam ist, glaube ich, sowas wie Tackle oder so. So, jetzt müssen wir hier gerade mal wechseln wieder. Und zwar der Dave nach oben, weil der halt Level 12 ist und das ist echt wenig. Im Gegensatz zu den anderen. Da sind teilweise schon Level 16er hierbei. Paras ist ja eh... Ach, das hätte ich eben ablegen können. Na gut, für den Fall der Fälle oder so, falls wir mal kein Pokémon mehr haben. Ein Kleinstein. Haben wir das mit Paras? Nee. Mit Dave hat man da, glaube ich, Probleme, ne? Das weiß das schon alles schon gar nicht mehr. Also ich vergesse das immer wieder, sag mal. Ach, ich das sehe, ne? Ich verpiesel mich einfach direkt. The Pizzle Mick. habt ihr gerade meine Nase gehört? Ein Zubat. Das können wir gerne mit dem Mankey, beziehungsweise mit dem Dave besiegen. Vor allem, weil es Level 8 ist. So, dann hau mal rein, Dave. Ah. Ich hatte heute Mittag ein echt lecker belegtes Brötchen. Das war mit Pute belegt. Richtig gut. Für 1,90 oder so. Ach ja. Und noch ein Zubat. Los, Dave! Ich muss mir nochmal die Nase putzen. Ich hoffe, dass ich es rausschneide. Ich hoffe es einfach nur. War sehr laut, ich weiß. Ah, so.
komm, Dave, bitte ein Level up. Okay, in dem waren wir. Dave, Dave! Och, Level 6. Komm, dann kriegst du in einem Mal. Ah, schade. Ich weiß gar nicht, braucht man hier in dem Spiel Stärke? Womit man so Steine rumschieben kann? Braucht man das hier? Weil da ist Mankey, glaube ich, sehr gut für. Ich mag diese quadratischen Hände von Ash. Okay, ein Zubat in Level 11. Okay, jetzt hast du ein bisschen was zu kämpfen, Dave. Ist jetzt nicht ganz so einfach wie die anderen Male. Diese Verwirrungskack, ne? Hat sich... Ach, natürlich. Oh, Leute. Und nochmal, ne? Nee, doch nicht. Superschall. Sehr gut. Oh, komm, bitte ganz. Oh. Ich hoffe mal, dass Dave jetzt nicht mehr verwirrt ist. Oh, jetzt nicht töten. Ach, Dave, ey. Oh. Was soll ich dazu sagen? Kann man nichts mehr zu sagen? Wie kann man sich denn zu Tode hauen? Sich selbst. Das geht gar nicht. So, da ist noch ein Weg. Ist hier noch ein Item irgendwo? Ich möchte ein Pipi haben. Vor allem den ihr geben, hört sich an wie Pipi. So. Ich versuch's mal mit Ruckzuck-Hieb. Und hoffe, dass ich es nicht töte. Das ist schön. Aber ich habe, glaube ich, nur noch einen Pokémon. Ich möchte ein Pipi haben. Okay, ich dachte, ich wäre jetzt am Pennen. Oder bin ich jetzt am Mondberg? Das kann natürlich auch sein, dass ich am Mondberg nicht sterben. Ach, Dennis. Pipi? Nee, ein Paras. Oh. Oh, Level 13 sogar. Machen wir mal Doppeltee, mal gucken, was das ist. Und dann macht es einfach nur Verwirrung. Flucht nimmt zu. Och. Kann man auch das nächste Mal überschreiben. Macht keinen Sinn. Oh, was ist denn hier los? Jetzt verkackt ihr mein Dennis oder was? Ja gut, das zieht einigermaßen gut ab. So, jetzt trinke ich meinen letzten Rest Cola hier. Sterb mir nicht weg, du. So, ich möchte gerne noch ein Pipi haben. Ein Zubat. War das jetzt das einzige Pipi, was hier rumlief, oder was? Ah. Yay. Oh. Team Rocket Mocket Pocket. Ein Pipi. Level 11. Ich glaube, die sind alle Level 11, oder? Okay, dann machen wir mal Ruckzuck-Hieb. Ich möchte es halt sehr gerne fangen. Habe ich noch mein Smetbo? Ja, dann würde ich das jetzt gerne... Dennis ist jetzt eh kaputt. Da wäre jetzt das Smetbo ganz gut. Ja. Sehr schön. Und dann schläfern wir das mal ein. Und ich hoffe mal, dass es nicht dagegen immun ist. Sehr schön. Wie, ist wieder aufgewacht? Bist du behindert?
Haben wir noch irgendein... Nee, Pokémon. Ein schwaches. Hier, das Paras Level 11. Ich probiere es mal damit. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das kann. Ach, stirbt mir nicht direkt weg. Kratzer. Gut. Mach dein Kratzer und töte es bitte nicht. Sehr schön. So. Nee. Item. Pokéball, der letzte. Bitte, 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 bitte. Nein. Scheiße. Ah, ich muss Pokébälle kaufen. Ja, komm, stirb. Ja, mach deinen Kackheuler. Ach, jetzt hätte ich es angreifen können. Einfangen können. Ach, Mann, das ist doch doof. So. Geh erwachsen nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Okay, ein Rocket, Team Rocket Fuzzi mit Peitsche. Zwei Pokémon, Radfratz. Svetbo. Läuft eigentlich, ne? Hier Konfusion und dann. Oder? Ja. Ich möchte eigentlich ungern nochmal zurück in Pokémon Center. Es ist jetzt ganz schön weit bis dahin. Svetbo reicht Level 17. Willst du jetzt nur Attacke noch erlernen? Nee. nö. Kannst mal schön bleiben hier. Das wäre ein bisschen blöd dem anderen gegenüber. Boah, meine Nase ist gerade richtig dicht. Ach, nee. Weil die anderen halt nicht so hochgelevelt sind bisher. Das läuft halt so gut. Ich bin sauer. Das ist schön. Ich wechsle mal. Smetbo. Ach! Man. Der Controller will manchmal nicht so, wie ich will. Gegen Lars? Dann, nee. Alex gegen Lars. So. Das passt. Das ist 15, 16, 17. Genau. Ein Kleinstein. Alex, kriegst du das hin? Doppelkick? War glaube ich nicht so. Doch. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe ja gegen Rocco so gewonnen. Ein Igler. Naja, mach du mal. Er hätte eigentlich auch ein normales Tackle gereicht. So. Kommt man denn dahin? Ein Pipi. Ich will mal Peach sagen. Das kommt aber aus dem anderen Spiel. Tackle. Ich kann's. Ja, ich hätte es umbringen können, weil ich habe ja keine Pokébälle mehr. Ach, ficken. Ich muss dann also irgendwann nochmal in die Höhle rein. Ich schätze mal, dass wir eh gleich draußen sind. Und das ist dann halt nicht ganz so weit, wieder hier reinzukommen. Ich schätze mal, dass es die Pipis nur hier gibt. Ach, jetzt pennt das, ne? Ah, ist aufgewacht. Sehr schön. Hm. Ja, genau. Mach nochmal. Mach einfach ganz oft Gesang. Du magst es rumzusingen, ne? Alter, Mann, es hat doch nur noch so wenig. Jetzt, was ist denn da los? Das trollt mich, das Pokémon. Okay, wenn es jetzt immer Fund macht, dann wechsle ich. Ja. Boah, Alter.